Weltgipfel 2012. Welche Zukunft wollen wir? Im Gespräch der Umweltexperte Klaus Töpfer. Herr Töpfer, die Welt diskutiert im Moment über Finanzkrisen, über die Eurokrise, über die krisenhafte Zuspitzung in Syrien. Und gleichzeitig findet in Rio eine Umweltkonferenz statt, eine Konferenz für Umwelt und Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, das fast aus den Schlagzeilen oder aus den großen Schlagzeilen verschwunden ist. Ist das richtig? Und was kann diese Konferenz bringen? Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass das, was Sie als die aktuelle Krise bezeichnet haben, sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wir leben halt in einer Welt, die man als eine Welt unter dem Diktat der Kurzfristigkeit sehen kann. Das, was wir in der Finanzkrise haben, ist genau ein Beleg dafür. Das ist das nicht nachhaltigste überhaupt, was wir haben. Und ich bedauere, dass wir über solche Dinge in der Region überhaupt nicht sprechen. Das ist ein Problem. Wenn wir sehen, dass Menschen nicht mehr in demokratischer Weise sich selbst mit einbringen können in Willensbildung von Staaten wie in Syrien, dann ist das nicht nachhaltig. Dann ist das eine Frage der Respekt vor der Würde des Menschen, vor der sozialen Stabilität. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht ein ökologisches Konzept, sondern ein Konzept, das die drei Säulen zusammenbringt: Umwelt, soziale Stabilität und die ökonomische Basis. Das also miteinander zu verbinden, wäre eine Antwort auf diese Krisen, die wir in den Revolutionen in Arabien gesehen haben und die wir jetzt in Syrien in geradezu grausamer Weise mitverfolgen müssen, ohne dass die freie Welt dazu wirklich etwas machen kann. Sie plädieren, wenn ich Sie richtig verstehe, für so eine Ausweitung dieser Agenda. Aber die wird ja wohl so in Rio nicht diskutiert werden. Es wird in Rio darüber diskutiert, was vor 20 Jahren schon mal in Rio diskutiert wurde. Wird auch ein bisschen Bilanz gezogen. Das heißt also, wie können wir den Klimaschutz voranbringen? Wie können wir die klassischen Umweltthemen voranbringen, die klassischen Entwicklungsthemen? Können Sie noch mal skizzieren, was genau dieser Rio-Gipfel im Jahre 2012 bringen soll und was am Ende überhaupt herauskommen kann, Ihrer Ansicht nach? Noch einmal, was wir dort brauchen, ist dringlich eine Antwort auf diese, naja, wenn Sie so wollen, vor uns liegenden zentralen Fragen der Menschheit. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir eine weiterhin ansteigende Bevölkerung haben. Als wir in Rio 92 waren, 20 Jahre davor, hatte die Welt 1,4 Milliarden Menschen weniger zu tragen. In diesen 20 Jahren ist das um 1,4 Milliarden angestiegen. Und wir sehen, dass dieser Prozess weitergeht. Und die Menschen werden in besonderer Weise dort mehr, wo Armut und Not zu überwinden ist. Das heißt, wir müssen eine Antwort finden, wie können wir in einer Weise Armut überwinden, Perspektiven für alle Menschen auf diesem Globus schaffen, ohne dass wir dadurch eigentlich die Leistungsfähigkeit der Natur, der Schöpfung so überfordern, dass für andere, die nach uns kommen, kein Platz mehr dabei ist. Das ist eine ganz große Herausforderung. Die haben wir bei weitem nicht bewältigt. Das geht in die Frage, wie gehen wir mit Wasser um? Wie gehen wir mit Böden um? Böden, eine der besondererweise vergessenen Kompartimente in der Umweltdiskussion. In Rio 92 waren wir mehr oder weniger der Norden unbefragt und der Süden muss entwickelt werden. Jetzt fragt der Süden, was ist denn das, was ihr als Entwicklung habt? Können wir das denn wirklich auf Dauer als ein Modell, als einen Beitrag für die Entwicklung dieser Welt sehen? Also insofern ist das schon eine ganz spannende Situation, von der ich nur hoffe, dass sie auch von möglichst vielen erkannt wird. In Rio 1992 ging es um Umweltpolitik. Das war der Startpunkt dafür, dass die Staatengemeinschaft später dann über den Klimaschutz sich weiter unterhalten hat und sowas wie das Kyoto-Protokoll zustande gebracht hat. Und es herrschte eine große Euphorie bei allen, jedenfalls nach der Konferenz, dass es möglich ist, dass die Weltgemeinschaft Themen globalen Ausmaßes wie die Umweltproblematik auch gemeinsam anpacken kann. Was ist von diesem Geist des Aufbruchs damals, was ist davon noch übrig heute? 1992 ist es sicherlich gelungen, in der Konferenz selbst eine fast euphorische Stimmung zu erzeugen. Die war vorher nicht da. Aber Euphorien haben auch so ihre Schattenseiten. Wenn du euphorisch bist, denkst du an solche Kleinigkeiten wie setze ich denn da später um oder welches Geld brauchen wir dafür? Meistens nicht. Und das sind dann die Dinge, die dann den Umsetzungsprozess massiv belasten. Da ist in Rio zu wenig gemacht worden, 92. An manchen Stellen gar nichts. Wir haben nochmal bekräftigt, wir brauchen 0,7% des Bruttosozialprodukts der hochentwickelten Länder für die Entwicklung der Entwicklungsländer. Das ist eine Deklaration gewesen. Wir haben nichts reingebracht, was mehr Zwang und mehr Umsetzungsrealität
ermöglichte. Also der Anstoß in die Welt hinein ist sehr stark gewesen, wirkt bis heute nach. Vieles ist von den Menschen heute gar nicht mehr realisiert, dadurch eine Möglichkeit geworden. Denken Sie nur mal an die Chemiepolitik, die wir dort mit beschlossen haben und die sowohl in Europa als auch global, dafür war meine Organisation, war das Umweltprogramm der Vereinten Nationen zuständig, hingekriegt haben. Alles das ist nicht das Ideal, aber es ist ein wichtiger Schritt weiter. Und Sie müssen halt sehen, wir haben in der Zwischenzeit auch deutliche Veränderungen in dieser Welt zu realisieren, da habe ich drüber gesprochen. Damals 1992 gab es im Wesentlichen als starke Player, sag ich mal, die Amerikaner und die Europäer und dann wichtige Schwellenländer, die damals schon wichtig waren. Das sind jetzt entscheidende Spieler auf dem Weltmarkt. China, Indien, Brasilien wird immer stärker. Die ganze geopolitische Lage ist anders. Ist es eigentlich, wenn die Welt gemeinsam, bleiben wir mal bei der Umweltpolitik, zu umweltpolitischen Beschlüssen kommen will, eine bessere Lage oder eine schlechtere Lage als damals? Also ist es ganz sicherlich den Fakten entsprechend eine bessere Lage. Wir müssen alles dran setzen, dass wir zu globalen Themen auch globale Lösungen bekommen. Schlechter ist es dadurch, dass es immer wieder jemand gibt, der in der Tatsache, dass noch nicht alle mitmachen, ein Alibi für sein eigenes Handeln sieht. Das heißt, wenn ich etwas Globales will, muss ich eigentlich vorangehen, muss belegen, dass das, was wir wollen, nicht unerträgliche ökonomische Konsequenzen hat, muss belegen, dass das wirtschaftliche Positionen nicht schwächt, sondern stärkt. Unsere Energiewende ist ein solches Beispiel. Ja, wir sind weltweit ein Unikat. Niemand macht es so wie wir, dass er rangeht und sagt, wir wollen ohne Kernenergie und ohne Zuwachs an CO2-Emissionen unsere Energieversorgung gewährleisten. Wir sehen es in Afrika, dass man darauf wartet, wann sind die Kosten für Photovoltaik so niedrig, dass er auch dort genutzt werden kann. Das sind Entwicklungsimpulse, die von einem hochtechnisch führenden Land wie Deutschland, das über eine gewisse wirtschaftliche Stärke verfügt, geleistet werden müssen, damit wir eine solche globale Lösung auch bekommen. Ich kann nicht nur über Klimawandel sprechen und nicht sagen, welche Möglichkeiten für Energieversorgung haben wir dann, die damit in Einklang steht. Und das müssen wir bei uns belegen, nicht bei anderen. Aber wenn wir gerade an der Stelle sind, Herr Töpfer, wenn es so ist, was ja viele sagen, dass Deutschland durch die Energiewende, Ausstieg aus der Kernenergie, Voranbringen der erneuerbaren Energien so eine Vorreiterrolle hat, warum fährt dann die Bundeskanzlerin nicht nach Rio? Das wäre doch wirklich ein wichtiges Signal gewesen. Sie hat erklärt, dass sie dort nicht hinfährt und das hat ja auch für Enttäuschung gesorgt bei vielen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mir auch gewünscht habe, dass die Bundeskanzlerin fährt. Ich weiß, sie hat, weiß Gott, einen vollen Terminkalender und sie muss viele Dinge mit auch in Europa tragen, entwickeln und mehrheitsfähig machen, die für uns ganz, ganz bedeutsam sind. Dennoch bin ich der Meinung, es ist zu bedauern, dass sie nicht hinfährt. Das ist auch eine Frage des Respekts des Gastgebers gegenüber. Brasilien ist ein globaler Player, ein wichtiger Partner. Deutschland hat seit vielen, vielen Jahren große, wirklich hervorragende Verbindungen und Verflechtungen mit Brasilien. Insofern wäre es hilfreich gewesen, da zumindest einen Tag oder anderthalb da zu sein. Aber dies ist der Terminkalender der Bundeskanzlerin, das ist ihre Entscheidung. Und die sind dann halt so zu respektieren, aber nicht so zu interpretieren, als wäre damit das Signal für die Unbedeutsamkeit der Konferenz gesetzt. Soweit ich das verstanden habe, bemüht man sich in Rio um konkrete Beschlüsse, was auch immer das heißt, aber rechtlich bindend wird das nicht sein. Es wird am Ende eine politische Erklärung geben, in der die Staaten sich zu verschiedenen Dingen möglicherweise verpflichten werden, im Umweltschutz, vielleicht möglicherweise auch in der Finanzpolitik. Was wird das wert sein am Ende? Die Frage, was ist rechtlich bindend, hat uns 92 genauso beschäftigt. Wir haben dort die Klimakonvention ja nicht verabschiedet, sondern wir haben sie gezeichnet und sie musste dann in allen Staaten ratifiziert werden, durch die Parlamente gehen, musste die Zustimmung der gewählten Parlamente finden. Das hat relativ lange gedauert und dann mussten wir in diese hinein weiter verhandeln und ein Protokoll, das war Kyoto.
Man muss immer daran denken, Kyoto ist 2005 in Kraft getreten. 2005. Das ist, wenn Sie richtig mitgerechnet haben, 13 Jahre nach Rio de Janeiro gewesen. Das sind eben diese langfristige angelegten Projekte, die immer der nationalen Zustimmung bedürfen. Und auch nach diesen Zeit sind die Vereinigten Staaten von Amerika bis heute nicht Mitglied von Kyoto und von anderen Konventionen dort auch. Also ich kann nicht so vorgehen, dass ich sage, was da beschlossen wird und morgen noch nicht relevant ist, ist ein Zeichen dafür, dass es ein Flop war. Nein, nein, wir müssen auch, ich sage mal so, das Denken mit verändern. Wenn uns das gelingt, dass wir hinkommen, sowas wie nachhaltige Entwicklungsziele, die der Süden formuliert und die auch für uns gelten, die auch bei uns die Nachfrage und das Nachdenken über Änderungen endlich mal wirklich voranbringt, das wäre eine tolle Sache. Und das ist ja angelegt bei uns. Wir haben eine Enquete-Kommission, die sich darüber Gedanken macht, ist das, was wir unter Wirtschaftswachstum verstehen, wirklich noch die Leitgröße für das Glück einer Gesellschaft und der Menschen in dieser Gesellschaft. Alles das müsste dort und sollte dort mit aufgegriffen werden. Trotz aller Rückschläge, die es gegeben hat, auch 20 Jahre nach der großen Rio-Konferenz, sind Sie auch, was die diesjährige Rio-Konferenz angeht, Optimist. Aber wissen Sie, man wirft mir ja immer häufiger vor, ich sei ein unverbesserlicher Optimist. Aber da kann ich nur sagen, diesen Vorwurf kann ich gerade noch gut ertragen. Denn eins habe ich auch gelernt, aus Pessimismus und Resignation ist eigentlich noch nie ein Problem gelöst, sondern nur weitere entstanden. Also gehen wir mit einem gesunden, realistischen Optimismus in diese Konferenz hinein. Und es hängt an uns, an denen, die da sind, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Herr Töpfer, haben Sie recht. Vielen Dank. Danke Ihnen auch.